Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute mal eine feststehende Klinge, die ich vom Messerfieber vor einigen Wochen bestellt gehabt habe. Und es ist soweit, heute zeige ich sie euch. Die sogenannte Spechklinge kommt in dieser schön gemachten Lederscheide, schön punxiert. Hinten Logo drauf vom Messerfieber, kommt mit einem Metallclip, der gut funktioniert. Aber ich bin persönlich mehr ein Freund vom Dengler-System. Von daher hier von SK Wild One von Amazon nochmal den Riemen nachbestellt. Ist auch schön kompatibel, da passen auch andere Systeme dran. Kein Durchstechschutz, kein Loch zum Ablass von Flüssigkeiten, leider. Aber nichtsdestotrotz, schöne Stecklederscheide, hält das Messer auch bombenfest drin. Da wackelt nichts, da fällt nichts raus, das ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. So, hier haben wir das Prachtstück. Schon reich in Benutzung, das gute Stück. Ja. Leute, die Fans vom Moa Companion sind oder Companion Heavy Duty, werden sich bei dem Messer hier aufgehoben fühlen, allein schon von der Optik her und auch von der Klingenstärke her. Wir haben nämlich hier im Griff 4 mm Klingenstärke, da oben sind es 3,5. Schöner, strammes Teil. Flach geschriffenen Saber Grind haben wir hier mit einer etwas größeren zweiten Phase. Liegt vielleicht daran auch, dass der Winkel der zweiten Phase doch schon recht ordentlich ist, sage ich mal. Nichtsdestotrotz ist dadurch auch ziemlich schneidfreudig, obwohl so viel Material hinter der Schneidphase ist. Ne? Upala. Aufpassen. Ja, also wir sind definitiv schon mal gut dabei. Ne? Also schneiden tut das Ding ganz ordentlich, trotz dieses Anschlusses. Also wer Schneidfreudiger haben möchte, der sei empfohlen, der müsste dann die Flanken ein bisschen ausdüngen, dann geht das auch schon eigentlich. Ja, Gesamtlänge 24 cm, davon 11,9 auf der langen Seite am Rücken an Klinge. Unten dann sind es knappe 11 cm scharf angeschliffen. Bisschen im Vorgriff gehen kann man auch mit dem Teil. Der Klingenrücken ist scharf genug für einen Feierstil, also auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Griffmaterial ist kein G10, wie man meinen könnte. Das ist sogenanntes T10. Was ist T10? T10 ist dieses Komposit G10. Gibt es auch als Komposit mit Kata, was seit kurzem auch bei der Firma Jaas Einzug erhält. Die Firma Messerfieber arbeitet da schon ein bisschen länger damit. Ist auf jeden Fall ein sehr robustes Material, kann man auch viel mit anstellen. Gibt es sowohl in Weiß als auch Braun. Ich habe hier ein Braun. Gibt es auch mit glatten Griffschalen als auch geriffelt. Ich habe geriffelt genommen, um ein bisschen mehr Grip zu haben in der Klinge, weil das ist vielleicht auch plötzlich notwendig hier. Jo. Schönes Teil, gefällt mir sehr gut. Ja, Fulltang-Bauweise und ein Schlagstück mit dem Lanyard-Loch. Funktioniert tadellos, finde ich gut. Sehr schön gemacht, sehr führig. Auch gerade so 42 Jahre konform, wenn es interessiert. Die Klingenstärke erlaubt auf jeden Fall Batonieren. Aber allein schon aufgrund der Fulltang-Bauweise ist das auch möglich. Und ja, da kann man nicht meckern. Definitiv nicht. Ja. Stahl ist der 14116 mit 57 HC plus minus 1. Also was Brauchbares, guter, gemütlicher Arbeiterstahl, der auch nicht so schnell zu Ausbrüchen neigt oder auch kaputt geht. Von daher definitiv auch eine Empfehlung wert für draußen, wenn man nicht gerade, sag ich mal, in Fellnieben Schleifsteine zur Verfügung hat, kann man mit einfachsten Mitteln das Ding wieder auf Vordermann bringen. Ja, sehr schönes Teil. Finde ich einfach nur genial. Da kann man nicht meckern. Also, liebe Leute, was will man mehr? Da kann man nicht viel dran verkehrt machen. Ja, so viel zur Spechklinge. Ja, was kann man noch zu sagen? Der Griff ist schön lang. Also ich habe ja Handschuhgröße 9,5. Da passt noch eine 10 und eine 11 drauf. Für Leute, die einen längeren Griff wollen, mit einer ähnlichen Klinge wie beim Companion, dürfte hier voll gut aufgehoben sein. Ja. So viel dazu zur Spechklinge von Messerfieber. Finde ich gut. Mal sehen, was die Firma noch auf Lager hält. Ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne,
Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.